Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Es wird so langsam kalt draußen. Und worum soll es heute gehen? Um das Armorer's Forge Playset, welches in der The Vintage Collection rausgekommen ist, und zwar für den lächerlichen Preis von 73,99 €. Was das Ganze mit dem Wetter zu tun hat? Exakt gar nichts. Wir gucken uns das Playset an. The Quantum Storm Star Wars Collection. Worum geht's hier? Es geht um die Schmiede der Schmieden mit der Schmieden und Grogu, nicht zu vergessen. 73,99 €. Kommt nur mir das so vor oder werden diese Sets auch immer teurer? Naja, könnt ihr mir gerne einmal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Kleiner Einschub. Diese Schmiede, die kommt ja aus der Staffel 3 von The Mandalorian. Nun bin ich aber, ich sag mal, kein großartiger Fan von der Staffel 3. Eher so Staffel 1 und 2. Die Schmiede selber, die hat man ja in Staffel 1 auch gesehen. Das Einzige, was man da nicht gesehen hat, ist, dass die hier, wie man so schön sehen kann, Moment, andere Seite, muss ich mal schauen, Kontrollmonitor, ja, Fokus ist auch da. Dass wir hier hinten so eine Steinwand hinten drin haben. Das liegt einfach daran, dass in Staffel 3 diese Schmiede halt in einer Höhle aufgebaut war und eben nicht unter der Stadt. Ist das jetzt wirklich schlimm für mich als bekennender Nicht-Staffel 3-Fan? Naja, gut, ganz ehrlich, normalerweise hätte ich sie mir vielleicht nicht gekauft, aber die Schmiede ist schon cool. Von daher konnte ich an der auch nicht vorbeigehen. Und deswegen steht sie jetzt auch bei oder demnächst bei mir in der Sammlung drin. Das ist die Box. Das ist nichts, was wir nicht schon mal gesehen haben und auch nichts, worüber ich mich nicht schon mal geärgert hätte. Zum Beispiel hier, dieser Flatschen, ne, habe ich schon oft besprochen, nicht abzumachen. Und hier unten, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise welche Inhalte da alle drin sind. Ich frage mich eins, wenn Sie hier, nein, hier, Kenner und The Vintage Collection draufdrucken können. Hier auf der Seite aber nur Kenner. Warum haben sie auf der Seite nicht diese beiden Elemente weggelassen? Hätte ja auch funktioniert. Auf der Seite ja, auf der Seite bitte clean, nein. Schaffen die nicht. Nur wozu auch? Gibt ja keine Leute, die vielleicht auch das Ganze eingepackt zappeln. Gut, wir haben natürlich hier auf den Stirnseiten nochmal so Vorschläge, wie man das Ganze arrangieren könnte. Oh, wir haben hier auch nochmal Arrangierhinweise und, mal kurz geguckt, jawohl, auch hier nochmal. Ja, das sind also Stirnseiten, nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Ja, Unterseite steht natürlich nichts drauf, bis auf, dass man nichts im Mund nehmen soll, verschlucken soll. Gut, ich nehme mal an, das wird bei mir nicht vorkommen. Das soll es erstmal zur Box gewesen sein. Achso, nee, Moment, halt, stopp. Maße. Maße brauchen wir auch noch. Einmal kurz ausgemessen. Was haben wir hier? Ja, ein bisschen weniger als 36 cm. 10 cm in der Tiefe. Und in der Höhe ein kleinen Hauch mehr als 23 cm. Das soll es dann zur Box auch erstmal soweit gewesen sein. Dann kommen wir mal zum Unboxing. Tja, wie auf einer Party heißt es denn nicht ausziehen, ausziehen, sondern aufmachen, aufmachen. Das wollen wir auch mal tun. Holen wir uns einmal den Cutter. Ja, nicht daneben schneiden. So. Der Klebestreifen ist offen. Und uns begrüßt Papierkram. Oh, mit Lasche zum Rausziehen. Da hat sich der Verpackungsdesign aber was bei gedacht. Einmal umdrehen. Unglaublich. Noch einfacher habe ich das Ding ja nie herausbekommen. Nicht schlecht. So, dich packen wir erstmal zur Seite.
Und The Armorer. Unpunched. VC 331. TVC Kartendesign 2.2. Schön feste Karte. Sieht auch noch gut aus. Ecken etc. pp. Alles gut. Liste auch gut. Gibt es nachher in den Detailvideos. Aber noch haben wir ja das Hauptteil nicht erreicht. Also, Klappe 1. Kleinteile. Mehr Kleinteile. Inlet. So. Jetzt weiter. Das ist die, tja, was ist das eigentlich? Feuerstelle? Irgendwas in der Richtung. So, wie kriege ich dich da raus, ohne dass ich hier gleich alles Mögliche aufreißen muss? Vielleicht so. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn nein, warum nicht? Das Motto ist ja, irgendwie muss es zugegangen sein. Da muss es ja auch irgendwie aufgehen. So, hier haben wir Basisplatte. Das kann wieder zu. Dann haben wir hier Teil 1. Keine Ahnung. Gucken wir gleich. Na. Ah, festgeschraubt. Natürlich nicht festgeschraubt, sondern nur festgemacht mit einem Band. Kriegen wir das auf? Oder müssen wir das abschneiden? Gucken wir mal, ob wir uns behelfen. Mal sehen, was wir sonst noch alles so zur Verfügung haben, wo wir uns behelfen könnten. Ich glaube, abschneiden würde da momentan schneller gehen. Also schneiden wir das einmal ab. Wobei, ich bin ja eigentlich immer nicht so für Abschneiden. Abschneiden ist immer so endgültig. Vielleicht nur zur Hälfte abschneiden. Vielleicht geht das. Naja, wenn man es erstmal über die ganzen Steinvorsprünge geschafft hat, das ist schon abgerissen, auch nicht schlecht, dann hätte man das auch gleich abschneiden können. Ne? Aber okay. Man kann es ja mal versuchen. So, nun ist es wenigstens draußen. So, das scheint mir ganz die Rückseite zu sein, aber was man schon mal sagen kann, Paintjob, das ist ja wohl Fehlanzeige. Hasbro hat offensichtlich die Meinung, dass man immer weniger Farbe auftragen muss. Weißt du mal, wenn ich mich oder wenn ich mir vorstelle, wie das beim Jobber Playset ausgesehen hat, ist das hier natürlich so, so mal rein gar nichts. Im Übrigen, keine Farbe, auch nicht. Also okay, ne? Farbmäßig sind wir hier nicht wirklich gut dran gekommen. So, jetzt ist die Frage, kann ich das in irgendeiner Form einhängen?
Vor allen Dingen muss man das ja wahrscheinlich richtig rum einhängen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Das hier, ja, das passt doch schon mal ganz gut. Oberteil, hinteres Teil. Und im hinteren Teil haben wir hier noch eine Aussparung. Und ich würde mal schwerwiegendst vermuten, genau, dass wir da noch ihn hier mit reinbekommen. Aber auch da gibt es nachher Detailbilder. Das heißt also, er hier, der müsste wahrscheinlich einmal drehen. Ah, schöne Wanddekoration. Einmal drin. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie hat man sich das hier vorgestellt? Klick, klick. Jo, soll so sein. Klickt es denn auch? Hält sich in Grenzen? Na doch, das geht. So, Basis hätten wir schon mal. Fehlt natürlich die Schmiede. Das heißt also, hier müssten wir nochmal die Schmiede auspacken. Auch die ist mit zwei Klebestreifen fixiert. Der untere Teil, obere Teil, der obere Teil, kommt hier reingeklickt und der untere Teil kommt hier unten rein. Jo. Das sollte es dann eigentlich für die Schmiede erstmal gewesen sein. Hier unten sind die Flammen. Und ich gucke mal ganz kurz. Ja. Wenn ich mir das Bild hier angucke, Moment, Bild angucken, ich zeige das nochmal. Sehen die Flammen aus, als wären sie erleuchtet? Sehen die Flammen hier aus, als wären sie erleuchtet? Geht so. Hätte es wirklich oder wäre es wirklich so schwer gewesen, hier mal eine LED kostet 20 Cent plus Batterie, die kaufe ich noch selber, plus Batteriehalter und einen Schalter, klick, klack, an, aus, Licht. Ist schwer. Ja. Ist klar. Na, also ich sag mal, das ist natürlich wieder so, ne, ich sag mal, auf dem Produktbild wird, naja, suggeriert, ich sag's mal suggeriert. Es steht ja nirgendwo, dass es beleuchtet ist, aber es wird suggeriert, dass das Ganze hier irgendwie, tja, ein bisschen heller aussieht. Und dann packt man das hier rein und ganz ehrlich, es ist ja nun nicht so, als hätte ich hier wenig Licht. So ist es ja nicht. Ne, könnt ihr fast, ich sag mal, Operationen am offenen Herzen machen. So viel Licht habe ich. Und dann sieht das so aus. Für 74,99 lassen wir dann mal dahingestellt sein. Okay, wie sieht das denn hier aus? Passt das denn wenigstens? Wir haben hier Klappe 1. Na, komm her. Und wir können den Schrank aufklappen. Habe ich jetzt hier wirklich wieder einen Aufkleber, wo Werkzeuge abgebildet sind? Respektive habe ich so einige Werkzeuge jetzt angeformt innerhalb dieses Kastens? Wir reden hier immer noch von 74,99. Ne? Naja. Wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. Wir haben erstmal einen Aufkleber, der nicht so will, wie ich will. Na, was heißt Aufkleber? Aufkleber ist es nicht. Das sind Klebestreifen. Warum sage ich da eigentlich immer Aufkleber zu? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er klebt. So, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Wir haben ein Grogu. Nicht, dass wir den Herren nicht x-mal gesehen hätten. Gut. Auch hier Detailbilder. Und ja, man sieht dann, dass er ein Kettenhemd anhat. Uiuiui.
lassen wir dahingestellt sein. Und wir haben Helme. Aha, die Helme sind so gestaltet mit dem Hantelgelenk, dass man die wahrscheinlich noch irgendwo auf Figuren aufsetzen könnte. Voraussetzung natürlich, die haben auch Hantelgelenke. Das müsste man sich dann mal angucken. Aber erstmal drei Helme. Auch hier gibt es nachher noch Detailbilder zu. So, das nehmen wir schon mal weg. Aufräumen ist ja das halbe Leben. So, was haben wir sonst? So, da versuchen wir das gar nicht erst. Was haben wir sonst? Ein irgendwie geartetes Vierbein. Warum eigentlich ein Vierbein? Würde das wirklich ein Schmied machen? Vier Beine können wackeln, drei Beine nicht. Aber was weiß ich schon. So, jetzt ist nur noch die Frage, wo das alles hinkommt. Ne? Wir haben hier ein bisschen Werkzeug, das ist ja okay. Dann haben wir das hier. Sollten wir tatsächlich lesen müssen, dann lesen wir doch einfach mal. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist alles okay. Das haben wir auch. Ach so. Hä? Ah, ich verstehe. Dieses Teil, diese komische Rundung, das war ja dafür da, dass die Helme geformt werden können. Und das hier ist ja irgendwie so ein Amboss. Kann man halt schmieden. Aber man kann entweder den aufsetzen oder den aufsetzen. Je nachdem, was man haben möchte. Könnte sogar sein, dass der Amboss, müsste man nachher nochmal gucken, Staffel 1 ist und das runde Teil hier Staffel 3. Weil in Staffel 3 schmiedet sie ja irgendwie auch einen Helm für den Jüngling. Gucken wir mal. Ach nee, fürs Findelkind. Jünglinge sind ja die andere Partei. Ne, fürs Findelkind. Gut, also ich mache das mal so. Ich entscheide mich mal für den Amboss. Amboss ist hier. Und hier haben wir dann halt noch die drei Werkzeuge. Die kommen nachher in den Schrank hier rein. Wie im Übrigen auch. Die Helme, die sollen dann wohl irgendwie hier unten reingewürfelt werden. Geht das Ganze zu. Aber das können wir nachher viel besser in den Detailbildern sehen. Ja, das wäre es dann also zum Unboxing erstmal. So, dich können wir nochmal so rumlegen. Ja, das heißt, das ist das, was wir bekommen. Ja, du kommst mir hier hinten hin. Grogu, du kannst dich hier drauf setzen. Hast du ja eh Spaß dran. €73,90. Nicht schlecht. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Detailbildern.
Kommen wir zum Fazit. Was halte ich von dem Set? Generell hatte ich ja schon gesagt, ich finde das schade, dass hier an dem Set, das ist ja das, worum es eigentlich geht, ich habe wenig Farbe dran ist. Ne? Also das ist alles einfarbig, respektive natürlich zweifarbig gestaltet, wenn man sich die Schmiede als solches anguckt. Und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass das Produktfoto hier so leuchtende Flammen darstellt. Aber ehrlicherweise leuchten die natürlich nicht. Klar, ich kann mir da jetzt was reinbauen, damit ich hier von innen drin Licht habe, damit das Ganze ein bisschen besser aussieht. Vielleicht mache ich das auch nochmal, werde ich mal einen Short drüber machen, wenn es denn soweit sein sollte. Aber grundsätzlich ist das natürlich, naja, aufwendig gestaltet, sieht irgendwie dann auch anders aus. Ein Rotationsobjekt, letztendlich brauche ich dafür, um das zu gestalten, vielleicht einen Tag, wenn ich ein CAD-Zeichner bin. Rotationsobjekt, lass es 2 Tage sein. Und der Rest, ja, wenn ich ein guter bin, brauche ich da vielleicht auch einen Tag für. Lass es 2 Tage sein. Also brauche ich, um das Ganze hier zu konstruieren, simpel großzügig eine Woche. Um das hier nochmal zu konstruieren, brauche ich auch nochmal einen Tag. Lass es 2 Tage sein, weil man ja den Aufkleber auch noch mit designen möchte. Kommt noch der dazu, Grogu, der hier drin ist. Den gab es bestimmt schon mal so oder so ähnlich. Ja, jetzt hat er ein Kettenhemd an, das wird aber über Farbe geregelt. Ne? Das heißt also, das hat man jetzt silber angemalt und dann hat er ein Kettenhemd an. Beziehungsweise die Schmiedin, The Armorer, die hat jetzt ein Fell auf dem Rücken, also nicht, weil sie Haare auf dem Rücken hat, sondern das, der Umhang oder dieser Poncho, den sie hat, der ist jetzt wirklich aus Stoff gestaltet. Das ist natürlich schon ganz nett. Sie hat auch weiteres Werkzeug bekommen, nämlich hier diese Stange, die diese glühende Platte hält. Und sie hat einen Raketenrucksack bekommen, das ist natürlich schon ganz nett. Aber diese Schmieden gab es natürlich so oder so ähnlich natürlich auch schon mal. Also von der Ingenieursleistung, die wir hier zu verzeichnen haben, also so richtig ganz großer Wurf ist es nicht für 73,99 €. Ziehe ich diese Figur mal mit 20 Euro ab, liegen wir da immer noch bei knapp über 50 Euro. Also das ist das, was wir so für 50 Euro bekommen. Ist es zu viel, ist es zu wenig, genau richtig, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Was auch bemängelt worden ist, ist hier oben, dass oben da ein Loch drin ist. Also nicht das Loch hier, das ist okay, aber dass das hier oben nicht zu ist. Da wurden schon im Internet diverse Sachen verbreitet, dass man da oben irgendwie Pappe draufkleben kann oder wie auch immer. Hätte man sich seitens Hasbro nicht da einen Deckel noch für abringen können, das wäre doch ganz nett gewesen. Hat man aber nicht gemacht. Das hier hinten, da natürlich hier auch alles leer ist. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Vielleicht packt man das Ding ja irgendwie in eine Schrankbank ran. Dann ist das okay. Aber hier oben, das wäre schon nett gewesen, wenn man da so eine Gesteinsformation vielleicht drüber hätte. Also so schwer kann das nicht sein. Ich finde es ja auch nicht so schwer, dass man hier mal Elektronik wieder reinkriegt. Dass man das einschaltet, dass das so ein bisschen leuchtet. Vielleicht so ein kleines Blubbern mit einem Soundchip drin. Weil, wenn wir ehrlich sind, solche Soundchips, die man auch in der Weihnachtskarte drin hat, wenn man die aufklappt, und die Weihnachtskarten sind nun auch nicht so teuer, die können in Massenproduktion auch nicht so viel kosten. Nehmen wir mal 2-3 Euro an, plus LED, was kommen wir da? LED kostet 20 Cent, wenn ich sie irgendwo kaufe. Wenn ich sie in Massen kaufe, wird sie sogar noch billiger sein. Batterien muss ich sowieso selber reinpacken. Also das kann eigentlich alles nicht so viel sein. Warum man das nicht mehr macht, ich finde es schade. Okay, und was lässt sich hierzu noch sagen? Also, dass das hier über Aufkleber gelöst ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Klar, so kleine Werkzeuge, das wird schon schwierig, die da reinzubekommen, das sehe ich ein. Aber um da jetzt, ich sag mal, so ganz platsch, ich sag mal, Aufkleber reinzuknallen, finde ich auch so ein bisschen sehr billig gelöst. Genauso wie die angeformten Werkzeuge, die hier links und rechts noch mit drin sind. Da kann man jetzt natürlich sich drüber streiten, ob das schick ist oder nicht. Gut, jetzt haben wir sie, ist okay. Aber so 1-2 Werkzeuge hätte ich mir gewünscht, dass man die wirklich rausnehmen kann, woanders hinlegen kann. Das wäre nett gewesen.
Gut, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der Vorstellung angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so sein sollte, wäre es natürlich toll, wenn ihr mir ein Abo da lasst, respektive mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.